Kandidat Gregor Hegele hat für einen Gänsehautmoment bei The Voice of Germany gesorgt und Yvonne Ketterfeld in große Schwierigkeiten gebracht. Mehr zum Thema Mann oder Frau: Voice of Germany Juroren verwirrt von Helens Stimme. The Voice of Germany: Für Jack Moore greift Samu Haber tief in die Trickkiste. Als Co-Moderatorin bei The Voice: Tore Schölermann wollte Lena Gerke nicht. Der 17-Jährige muss stehe sich im Team Ketterfeld gegen gleich zwei starke Gegner beweisen. Zusammen mit Johnny Maurer und Joko Pude sang er die Ballade Dang Zing on Müaun und sorgte für eine Riesenüberraschung. Denn während der Stuttgarter bei den Proben ganz und gar nicht glänzen konnte, gab er auf der Bühne alles und sorgte für Begeisterung bei den Coaches. Du singst im Finale, Gregor, ich glaube, wir werden dich noch eine Weile hier sehen in dieser Show, das war einfach grandios, erklärte Mark Forster. Samu Haber ging sogar noch einen Schritt weiter: Du singst im Finale von dieser Show, ich bin mir da sicher. Und Yvonne Ketterfeld? Die hatte sich mit dem Battle keinen Gefallen getan. Ich mag euch alle drei so sehr, wie konnte ich euch nur in ein Battle zusammenpacken? Ich gehe danach, wo ich noch mehr Charakter in der Stimme höre, mehr Potenzial und vor allem, wo ich glaube, dass in der gesamten Zeit noch mehr künstlerisches Potenzial abgerufen werden könnte, und das ist Gregor, erklärte die 37-Jährige. Der konnte sein Glück kaum fassen, ich freue mich natürlich, aber ich finde es auch schade um die zwei Jungs. Das Showbiz ist eben ein Haifischbecken.